Wachstum ist kein Foto, Wachstum ist kein Projekt, was wir angehen können. Wachstum ist ein Film. Wachstum ist ein kontinuierlicher Film. Und das Linsen auf einzelne Geschäftsjahresergebnisse, geschweige denn auf einzelne Quartalsergebnisse, springt wesentlich zu kurz. Wir müssen es mitunter tun, aber es reicht nicht. Natürlich brauchen wir unter dem Strich Ergebnis. Natürlich wollen wir Unternehmer auch Gewinn machen. Aber nur auf den, ausschließlich auf den Gewinn zu schielen, funktioniert mit dem Thema Wachstum, wie ich es Ihnen gerne vermitteln möchte und wie ich es verstehe, nicht. Und dass Wachstum auch qualitative Aspekte hat, merken Sie spätestens daran, wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen, die sagen, nun ja, also das Geld spielt auch eine Rolle als Hygienefaktor. Natürlich, das muss auch stimmen. Aber was ist denn mit meiner Entwicklung? Und was kann ich denn an dem Unternehmen mitentwickeln? Das sind qualitative Aspekte, meine Damen und Herren. Wachstum hat nicht ausschließlich etwas mit Zahlen zu tun. Auch, aber nicht nur. Und wer sich nur auf die G&V, nur auf die Bilanz konzentriert, springt zu kurz. Denn die Resultate, die dort stehen, sind Resultate des vorangegangenen Tuns und wir können sie nicht mehr ändern. Wir können sie nur vorher ändern. Wir können Initiativen ergreifen, die das Wachstum letztendlich voranbringen. Und all dies müssen wir vor Augen haben, wenn wir über ein inneres Verständnis von Wachstum sprechen. Und Unternehmen, die das verankert haben, die das verstanden haben, wachsen von innen heraus, wachsen aus der eigenen DNA heraus. Viele von Ihnen werden das bereits tun. Wachstumsintelligenz heißt, mit gezielten Innovationen Wachstum voranzutreiben.